Hallo zusammen, mein Name ist Jonas Wendorf und in diesem dritten und somit letzten Tutorial zu meiner Reihe Schärfen für Fortgeschrittene möchte ich euch einmal zeigen, wie man mittels Hochpassfilter und der Füllmethode Ausschluss ein Bild selektiv schärfen kann, ohne dazu komplizierte Masken zu benötigen. Ich möchte euch dazu als erstes einmal das Vorher-Nachher-Bild zeigen. Hier habe ich jetzt meine Schärfung vorgenommen. Und wie ihr sehen könnt, habe ich von meiner Schärfung den kompletten Himmel ausgenommen. Und ich habe sämtliche grünen bzw. gelben Bereiche hier stärker geschärft als die eher neutralen Bereiche hier in diesem Teil. Meine Maske, wenn man so will, könnt ihr euch hier dazu anschauen. Das heißt, mit dieser Gradationskurve hier habe ich direkt bestimmt, welche Bereiche geschärft werden und welche nicht geschärft werden. Ich kann sie natürlich weiter noch so modifizieren, wie ich gerade Lust habe. Das heißt, ich könnte auch die neutralen Bereiche mehr schärfen. Ich könnte sie weniger schärfen. Kurz gesagt, ich kann ziemlich alles machen, was ich gerade möchte und bin dabei extrem flexibel. Ja, wie funktioniert das Ganze denn jetzt? Möchte ich euch einmal kurz zeigen. Und zwar müssen wir jetzt erst einmal eine neue Gruppe anlegen, die wir zum Beispiel mit Schärfung bezeichnen. Den Ebenenmodus oder den Gruppenmodus besser gesagt, stellen wir nun auf eine Filmmethode wie lineares Licht, strahlendes Licht, ineinander kopieren, alles Mögliche. Geht natürlich auch. Ich bevorzuge lineares Licht, weil es, wie der Name schon sagt, wirklich linear ist und dementsprechend auch die reinste Form der Schärfung bietet. Als nächstes werde ich einmal die Hintergrundebene duplizieren, werde sie mit dem Namen Hochpass versehen. Diese Ebene werde ich nun in die Gruppe Schärfung tun. Und direkt in ein Smart-Objekt konvertieren. Und anschließend mit dem Filter, sonstige Filter Hochpass behandeln. Mit einem Radius, der ausreichend ist, mir die Konturen im Bild anzuzeigen. Beziehungsweise wir haben jetzt hier auch direkt schon eine Vorschau und können dann sehen, wie stark unsere Schärfung im Endeffekt wirken soll. Ich nehme jetzt mal einen Radius von etwa 5 Pixeln. Zu Demonstrationszwecken nehmen wir doch lieber 10 Pixel. Und ich bestätige das einfach jetzt mal mit OK. Als nächstes werden wir diese Ebene hier entsättigen. Den Grund dafür sieht man, wenn wir nah an unser Bild heranfahren. Denn hier haben wir überall Falschfarben im Bild. Das heißt, wir haben leichte, lilane, blaue, gelbe Farbabstufungen, die wir natürlich nicht im Bild haben wollen. Dazu benutze ich jetzt eine Farbton-Sättigung-Einstellungsebene mit dem Namen Sättigung und in der Ebene mit dem Ebenenmodus Farbe. Hier werde ich jetzt die Sättigung auf minus 100 reduzieren und das Ganze bestätigen. Auch die Stärke kann ich natürlich noch anpassen, indem ich wieder eine Gradationskurve benutze mit dem Namen Stärke und auch als Schnittmaske. Bei dieser Gradationskurve werde ich nun den Punkt 128 fixieren. Dieser steht für ein neutrales Grau und sorgt dafür, dass wir keine Veränderung im Bild haben. Wenn ich jetzt die Tiefen oder die Lichter verstärke, kann ich nun selektiv einstellen, wie stark die unterschiedlichen Bereiche geschärft werden sollen. Das brauche ich allerdings in diesem Fall nicht zu machen, weil meine Schärfung sowieso schon recht extrem ist und ich eventuell hinterher nochmal erstmal die gesamte Stärke reduzieren werde, bevor ich mich hier an einzelne Bereiche wage. Als nächstes werde ich die Gruppe Schärfung einmal wieder ausblenden. Und nun will ich überlegen, welche Bereiche in meinem Bild ich denn überhaupt schärfen möchte. Ich möchte zum Beispiel den Himmel nicht ganz so stark schärfen. Die Bäume und das Gras, ja, sieht schon ganz gut aus. Würde ich gerne ein wenig schärfer haben. Den Grund hier, ja, der könnte auch ein bisschen mehr Schärfe vertragen. Da muss ich mal überlegen. Nun, nachdem ich diese Vorüberlegung jetzt abgeschlossen habe, muss ich mir überlegen, was gibt es für Kanäle oder was gibt es für einen Kanal, der einen guten Kontrast zwischen diesen drei Bereichen, also dem Gras, dem Untergrund und dem Himmel, hier bietet. Wenn wir uns den Himmel einmal ansehen, dann stellen wir sofort fest, der Himmel ist blau. Da haben auch die Ärzte schon ein Lied drüber gemacht. Die grünen Bereiche sind sehr gelbhaltig und die Bereiche auf dem Boden sind eher neutral. Entsprechend benutze ich nun als erstes einmal Bild duplizieren. Und bezeichne das Duplikat nun als LAB. Bei diesem Duplikat wende ich nun Bildmodus LAB-Farbe an
und werde mir den A-Kanal einfach über Auswahl alles auswählen, bearbeiten, kopieren, Datei schließen. Ich könnte es auch mit Shortcuts machen, aber das machen wir ausnahmsweise mal nicht. Werde ich mir diese Datei hier einfügen, über Bearbeiten einfügen. Das Ganze nenne ich jetzt einmal B-Kanal. Und ich werde mal kurz den Modus dieser Gruppe auf Normal schalten. Wie ihr hier sehen könnt, hat der B-Kanal nämlich eine schöne Differenzierung zwischen dem Himmel, der recht dunkel ist, dem Gras, das ein wenig, also dem Gras hier unten, das recht hell ist, den Bäumen hier, die auch ein wenig heller sind, und dem Mittelgrund, der annähernd neutral ist. Als nächstes möchte ich nun über Bild, Autokontrast, den Kontrast zwischen diesen einzelnen Bereichen noch weiter verstärken. Das hilft uns gleich ein wenig differenzierter arbeiten zu können. Ich nenne es also B-Kanal Autokontrast. Als nächstes möchte ich die Füllmethode dieser Ebene hier auf Ausschluss stellen. Auch die Ebene. Den Modus der Gruppe kann ich auch wieder auf lineares Licht schalten. Nun möchte ich allerdings, dass dieser Ausschluss, ihr seht schon, was für einen Effekt er bisher hat. Ich möchte diesen Ausschluss zuerst einmal rückgängig machen. Um das zu tun, werde ich nun eine neue Einstellungsebene Gradationskurven verwenden, die ich mit schwarz bezeichne. Und wieder mit einer Schnittmaske. Ich werde hier einfach den Weißregler ganz nach unten stellen. Und wie ihr jetzt sehen könnt, haben wir keinerlei Effekt mehr von der Ausschlussebene. Das ist daher, weil schwarz die neutrale Farbe unseres Ausschlusses ist. Was wir jetzt allerdings machen können, ist ganz einfach mit dem Anpassungswerkzeug an eine beliebige Stelle im Bild zu klicken, zum Beispiel in den Himmel. Und diese Stellen nach oben zu ziehen, um somit zu verhindern, dass diese Bereiche geschärft werden. Andere Bereiche, wie zum Beispiel das Gras hingegen, möchte ich komplett schärfen. Deswegen werde ich diese Bereiche nach unten ziehen. Und den Mittelgrund wollte ich ein wenig schärfen. Allerdings werde ich jetzt nochmal ein wenig kurz übertreiben, um euch etwas anderes zu zeigen. Und zwar ist es so, dass wenn wir in unserer Ausschlussebene ein neutrales Grau haben, dass dann sämtliche Bereiche darunter auch neutral grau werden. Wenn wir allerdings ein komplettes Weiß in unserer Ausschlussebene haben, wird die darunterliegende Ebene invertiert und dadurch entsteht eine Art Weichzeichnungseffekt. Um diesen Weichzeichnungseffekt auf jeden Fall ausschließen zu können, werde ich nun eine neue Farbfläche hinzufügen, die ich einfach als Grau bezeichne, und diese in den Modus Abdunkeln stellen. Ich werde nun ein neutrales Grau erzeugen. Und dieses neutrale Grau sorgt dafür, dass unsere Ausschlussebene auf keinen Fall an irgendeinem Bereich heller als ein neutrales Grau werden kann. Das heißt, dass unsere Ausschlussebene auf keinen Fall irgendwelche Bereiche invertieren und somit weichzeichnen kann. Ja, das war eigentlich auch schon der ganze Trick an der Sache. Das heißt, wir können jetzt unseren Himmel komplett ausschließen, indem wir ihn nach oben ziehen. Unsere Bäume hier können wir noch ein bisschen nach unten ziehen, um sie noch stärker zu schärfen. Vielleicht möchte ich hier den Bereich stärker oder weniger stark schärfen. Also ihr könnt hier einfach mit dem Anpassungswerkzeug durchs Bild fahren und einzelne Bereiche von der Schärfung ausnehmen oder stärker schärfen, je nachdem, wie es euch gerade recht ist. Ja, und jetzt fragt man sich natürlich, warum funktioniert das Ganze? Und das möchte ich euch natürlich auch einmal kurz erklären. Achso, ich habe hier jetzt noch meine zweite Ebene schärfen, die ich in der Ebenenkomposition hier oben eingefügt hatte, eingestellt. Deswegen wirkt die Schärfung ein wenig krasser. Ich werde die gerade erstellte Ebene jetzt mal wieder löschen. Ja, und wie gesagt, warum funktioniert das jetzt? Als erstes einmal müssen wir uns überlegen, wie funktioniert eine Hochpassschärfung so. Und dazu habe ich hier den Hochpass erstellt. Der Hochpass erkennt Konturen, oder besser gesagt, er erkennt Details, das heißt hohe Frequenzen im Bild, und isoliert diese auf einem neutralen Grau.
Ein neutrales Grau ist bei dem Modus lineares Licht vom Effekt her C gleich B plus 2 mal 0,5 minus 1 oder auch anders geschrieben B. Das heißt, ein neutrales Grau sorgt dafür, dass wir unseren Hintergrund, in diesem Fall also die Ebenen hinter unserer Schärfengruppe, wieder sichtbar machen. Bei unserem Ausschluss ist es ein wenig anders. Wenn ein Ausschluss komplett schwarz ist, dann wird aus der ursprünglichen Formel C ist gleich A, die aktuelle Ebene, plus B, die Hintergrundebene, minus 2 mal A mal B, wird dann C ist gleich 0 plus B minus 2 mal 0 mal B. Das heißt, wir erhalten B zurück. Dadurch ergibt sich, dass ein reines Schwarz, ich kann es jetzt nochmal kurz demonstrieren, dass ein reines Schwarz für unsere Ausschlussebene bedeutet, dass keinerlei Effekt stattfindet. Das heißt, der Ausschluss hat überhaupt keine Wirkung mehr. Weil wir uns innerhalb einer Gruppe befinden, wird auch lediglich die darunterliegende Ebene ausgeschlossen. Bei einem neutralen Grau erhalten wir C ist gleich 0,5 plus B minus 2 mal 0,5 mal B. Das ist gleich 0,5. Ich kann das ja auch mal wieder kurz einstellen. Wie wir gerade gesagt hatten, befinden wir uns in einer Gruppe. Das heißt, diese Gruppe wird erstmal zusammengerechnet. Wir haben insgesamt einen Wert von 0,5. Dieser wird zusammen mit dem Ebenenmodus lineares Licht von der Gruppe hier wiederum zu unserer Hintergrundebene. Und das heißt, wir befinden uns wieder auf dieser Ebene hier, ohne dass irgendein Effekt stattgefunden hat. Befinden wir uns allerdings bei einem Weiß, was ich euch eben auch schon gezeigt hatte, dann erhalten wir C ist gleich 1 plus B minus 2 mal 1 mal B. Und daraus folgt dann C ist gleich 1 minus B. Das heißt, wir hatten eine Umkehrung unserer Hintergrundebene, das heißt dieser Hochpassebene hier. Und dadurch wiederum erhalten wir eine Umkehrung, eine doppelt gewichtete Umkehrung, um genau zu sein, unserer Hintergrundebene. Ich hoffe mal, das war jetzt nicht zu verwirrend alles für euch. Vom Prinzip her reicht es eigentlich schon, wenn ihr zumindest diesen kleinen Abschnitt hier verstanden habt, also dass ein schwarzer Ausschluss die volle Schärfung bedeutet und ein grauer Ausschluss überhaupt keine Schärfung bedeutet, beziehungsweise überhaupt keinen Effekt auf die Hintergrundebene hat. Ja, ich hoffe mal, es hat euch dann gefallen und ihr habt was lernen können bei dem Ganzen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt mir einfach an jonas-wendorf@web.de oder schreibt mich im Skype an jonasw234.